Die Arbeitsfläche lässt sich durch Halten der linken Maustaste frei rotieren. Mit gedrückter rechter Maustaste können Sie die Arbeitsfläche verschieben und optimal positionieren. Unter dem Menüpunkt Terrain ändern haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsfläche individuell anzupassen. Verändern Sie sowohl die Größe als auch den Untergrund nach Ihren Wünschen. Im Bereich Objekt hinzufügen können Sie aus verschiedenen Kategorien Ihr gewünschtes Gerät auswählen und platzieren. Nach dem Einfügen ist es ganz einfach, das Objekt zu verschieben, zu drehen oder bei Bedarf zu löschen. Tipp: Nutzen Sie die angegebenen Tastenkombinationen, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Sie können jederzeit zwischen dem ästhetischen Quality Mode und dem ressourcenschonenden Performance Mode hin und her wechseln. Mit nur einem Klick lassen sich die Sicherheitsbereiche der Geräte anzeigen, um eine sichere und effiziente Planung zu gewährleisten. Sobald Ihre Planung abgeschlossen ist, teilen Sie uns einfach den 3D-Planer-Code mit, damit unsere Fachleute Ihnen ein persönliches Angebot erstellen können. Ihre Konfiguration können Sie jederzeit wieder aufrufen, indem Sie den 3D-Planer-Code erneut eingeben.